Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rebels. Gut, eine mache ich hier noch, solange die Buffs halten und dann war's das. Da könnten wir noch bis 94 kommen vom Level eventuell. Oder 93 auf jeden Fall, vielleicht auch sogar zum Teil 94 noch. Mal gucken. Wir haben auch wieder gut Jobpoints bekommen, das heißt, wir könnten wieder was skillen. Hier Feuerschild vielleicht. Bisschen mehr Schaden machen, auch wenn das nicht allzu viel bringt. Nehme ich den da hinten mal. Großfuß Neuri oder Neuro oder wie der auch immer heißt, müsste gleich wiederkommen. Der hat ja, glaube ich, eine Spawnzeit von 20 Minuten und die müssten gleich rum sein. In 5 Minuten ungefähr oder so. Ja, ansonsten, was kann ich sonst noch so erzählen? Ja, ich bin mit meinem PC, muss ich sagen, echt zufrieden. Bisher. Ist logisch, ne? Also, es ist gleich eine bessere Qualität, die man, wenn man Videos macht, machen kann. Man kann gleich, naja, aktuellere Spiele spielen und das halt auch meistens in 60 FPS. Teilweise auch aufnehmen. Ansonsten muss ich sagen, schnurrt dieser PC echt gut, weil mein alter PC, das hat man, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das gehört hat, weil ich habe da nichts vernommen von. Der war immer recht laut vom Lüfter her, und der war ja auch schon alt. Aber der hier ist echt leise wie eine Katze, obwohl man das auch nicht sagen kann, denn Katzen sind verdammt laut, ich habe ja eine. Und wenn die anfängt zu rennen und zu trampeln, dann weiß ich nicht. Es hört sich an, als ob er eine halbe Kindergarten Klasse da bei euch habt oder so und die durch eure ganzen Bude rennt oder so. Ohne Scheiß. Da sagt man immer, Katzen seien leise. Das stimmt gar nicht. Zumindest nicht bei meiner Katze, aber die ist sowieso so ein Sonderling. Ist einfach nur verrückt. Die wollte bestimmt früher ein Hund werden. Die beißt nämlich ab und zu. Wenn man mit der kuschelt oder wenn man, naja. Ja doch, wenn man mit der kuschelt oder sie streicheln möchte oder so, dann kommt sie auf die Idee, manchmal anfangen zu beißen oder so. Ist natürlich für die Katze auch nur spielen, aber ich sag immer, sie sollte wahrscheinlich im früheren Leben ein Hund werden. Wenn die ganze Zeit überlastet, ne? Ich glaube, es ist auch Drop-Event, es ist nicht nur XP-Event. Ich werde mal hier echt mal gucken, was ich wegschmeißen kann. Eigentlich gar nichts davon, ey. Das ist das meiste, was so viel wiegt, sind die Tränke. Das ist hart, okay. Energie des Windes. Die hatte ich mir mal ja geholt. Die werde ich dann auch einsetzen für den Trank des Schmiedes. Da werden wir dann einen ordentlichen Schub kriegen mit dann vielleicht noch andere Buffs. Ich muss mal gucken. Am besten, wenn das Event vorbei ist und irgendein Event ist, wo man nicht einloggen muss. Dann könnten wahrscheinlich auch mehrere da sein, die buffen würden. Weil die meisten stehen jetzt rum und haben Angst zu teleportieren, was ich voll verstehen kann, bevor man rausfliegt, ne? Aber ich habe das Thema hinter mir. Ich habe da das einmal noch probiert, habe auch 2 Stunden geschafft. Einmal, weil es ist ja nicht immer so, dass ich nach kurz vor 2 Stunden rausfliege. Aber ich weiß es nicht. Die Chance ist einfach zu groß, dass man da rausfliegt und dann hinter nichts bekommt. Zumindest war das bei mir so. Egal. Ey, wir können echt nichts mehr wegschmeißen, ne? Also, können jetzt das hier noch machen. Das Einzige, was wir noch machen könnten, ist, wir müssen mal gucken, da Stahl machen, weil das wiegt nämlich auch verdammt viel. Jetzt haben wir zumindest schon mal wieder Platz. Also gut. Ich werde dann auch auf jeden Fall, wenn ich dann den Trank des Schmiedes nehme und die anderen Sachen nehme, auf jeden Fall mir hier noch ein Lootpad rausholen. Kukuri-Flüster. Oder, ach, wir haben nur den einen noch. Okay, gut, dann würde ich den rausnehmen und der würde dann aufsammeln. Für mich. Weil da werden wir dann wirklich effektiv 1 Stunde lang ununterbrochen das meiste aus der Zeit rausholen und hoffen, dass wir weit kommen. Ich hoffe. Mal gucken. So.
Hier hatte ich schon mal geguckt. Ich muss echt sagen, ich kenne mich hier nicht aus. Da müsste ich vielleicht mal in Ruhe gucken und nicht unbedingt im Dungeon. Und wahrscheinlich auch nicht mit der Aufnahme, sondern gucke ich mir das da mal so an. Natürlich werden wir hinter alles skillen, aber momentan haben wir halt nicht die Jobpoints für alles. Und dann kann man hinter immer mal gucken. Naja. Oh, Froschi ist Level up. Nice. Gefällt mir. So, das heißt, der Frosch braucht noch 4 Level, bis er dann eigentlich den Toggle-Erweiterung bekommt, ne? Von Level 5 auf 10 müsste das dann sein. Mal gucken. Achso, ich kann übrigens noch erzählen, für diejenigen, die es interessiert. Ich habe ja Ra getamed, Fernkämpfer. Und ich weiß nicht, ob der was geworden ist. Ich habe den jetzt, glaube ich, nur bis Level 40 oder 45 oder 50. Ich weiß nicht mal, was für Level es genau hat. Auf jeden Fall hat er den ersten Toggle schon bekommen. Also ich glaube 45. Und der erste Toggle, ich weiß nicht, ob das zu dem Pet passt, aber ich glaube mal nicht, war totaler Murks. Der hat den Geist des Baphomet bekommen. Also MP-Regeneration und MP-Widerstand oder was das ist. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube M-Reflex, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube M-Reflex und Mana-Regeneration. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, dass das total scheiße ist für das Pet. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal gucken. Das heißt, eventuell ist das schon Crap-Pet und könnte man im Endeffekt verkaufen. Ich habe gedacht, wenn es gute Skills hat, würde ich das auch gerne behalten, aber... Aber vielleicht sagt auch jemand von euch, nee, nee, also das ist total der gute Toggle. Dann könnt ihr das ja mal schreiben, aber ich glaube, dass das bei einem Fern-DD nicht so doll ist. Er kriegt ja 2 Toggle, aber der zweite Toggle, der ist ja dann nicht mehr so doll wie der erste wahrscheinlich, ne? Der hat ja dann auch nur einen Wert erhöht, anstatt 2. Ich bin mir aber dann auch nicht hundertprozentig sicher, ich hatte so einen noch nicht. Also von daher, mal gucken. Aber das klappt gut mit den Buffs, muss ich echt sagen. Wie gesagt, ich sag ja, die Buffs reichen voll aus von ihm. Und die sind auch gut. Nur es dauert halt ein bisschen, ne? Vorher war es ja so, dass wir das auch geschafft haben, aber ein bisschen länger gebraucht haben. Aber mit den Buffs geht es. Und ich bin auch gleich 93, wie ihr seht. Also es ist nice. Dieses Schnellfeuer vom Frosch haut so rein, ne? Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn der so ein Doll... Oh, den müssen wir auch mal wieder reparieren. Gut, dass ich da reingucke, Mensch. Ist auch wieder gut. Was war denn der? Plus 11 war der, ne? Der ist gar nicht so schlecht, der Bogen, muss ich sagen. Eine Zaubergeschwindigkeit hat er, aber ich glaube, das ist nicht so doll. Wäre Angriffsgeschwindigkeit vielleicht viel besser gewesen, aber naja. Was wir haben, haben wir eigentlich, ne? Weil wir können es eh nicht ändern momentan. Oh, der SS läuft dann allerdings noch, aber da logge ich mich dann einfach aus, das wäre kein Problem. Und mache dann an der Stelle weiter. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben noch genug. Wir haben hier noch, wo haben wir den denn genommen? Da, einen haben wir noch und wir haben noch 22, also von daher. Haben wir noch mehr als genug, wir sollten das auf jeden Fall bis Masterklasse schaffen. Ah, cool, wir sind jetzt auf dem Weg zu Level 94. Ich denke mal, wir werden dann noch ein paar Folgen machen. Mit so Level 95 vielleicht. Vielleicht auch 96. Dann kommt das vielleicht nochmal ein XP-Event mit Trank des Schmiedes und so alles. Und könnte vielleicht bis 100, 101 oder 102 sogar gehen. Und dann haben wir es bald. Es geht ja doch ganz gut. Zumindest so, wie ich es mir vorstelle. Mal gucken.
Oh, da ist er. Da ist er. Da ist er. Ja. Vielleicht sollten wir hier unten runtergehen. Am besten ohne Ads. Obwohl hier unten immer ein Ad ist, ne? Also ist immer so eine Sache. Naja, wir kriegen den schon. Keine Sorge. Ich werde mal so machen. Falls der da unten angreift, sehe ich das. Nur gut. Kann man sagen, wo haben wir denn unterstützende Böe? Den können wir uns ja auch ab und zu mal reinhauen. Besonders bei Bosskämpfen, dann sind wir halt ein bisschen schneller mit dem Schlagen. Ist auch nicht schlecht. Ja, ansonsten... Das kann ich ja alles noch, wieder, ach cool, das ist ein neuer Button, oder? Ja. Ja gut. Mach ich das später doch. Nicht, dass hier einer von meinen, also entweder der Frosch oder ich drauf gehe, man weiß ja nie. Vielleicht haut er ja ein paar Crits raus und dann war's das. Wollen wir auch nicht haben. Ich weiß, wir hätten ihn noch gar nicht nehmen brauchen, aber gibt auch einen Titel, also von daher, warum nicht? Oh, Froschi müssen wir heilen, Froschi müssen wir heilen. Ah, da war aber sehr knapp, dann hätten wir doch ein bisschen aufpassen müssen. Nicht, dass der wirklich down geht. Man sagt immer so, ja, ja, klappt schon, beziehungsweise ich passe schon so ein bisschen auf und dann zack ist er down. Das ist mir tatsächlich selber auch schon passiert. Das sogar mit einem iPad. Das ist ein bisschen gruselig, aber naja. Was passiert ist, ist passiert, ne? Also das kann man meistens nicht rückgängig machen, es sei denn, man hat eine Schriftrolle der Kreatur Wiederbelebung. Womit man halt die Buffs und, also halt so wiederhergestellt wird, wie er halt vorm Sterben war. Ich frage mich echt, ob der sich überhaupt lohnt zu machen, weil wir hier so lange brauchen bei dem. Müssen wir gleich mal drauf gucken, was der gibt, so an Punkte. Also an Prozent halt, ne? 17,10. Und jetzt haben wir 36,93. Also ich würde sagen, ja, er lohnt sich. Wenn wir ein bisschen schneller wären vielleicht. So, sammeln wir mal ein. Da seht ihr, da kommt da von unten der Amp. Können wir hier auch noch die Teile wieder machen. Zack. Und immer noch beladen. Naja, egal. Wir haben ja eh noch ein, zwei Minuten nur noch. Und da ist das dann egal. Dann kann ich in der Stadt hinterher verkaufen und so. Ah. Zwei, drei Minuten können wir ruhig noch. Beziehungsweise müssen dann echt gucken, wenn die Buffs ablaufen, dass wir aber nicht mehr so viele pullen. Weil das kann böse werden ohne Buffs. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal die Hälfte, denke ich mir mal, bis dahin. Bis Level 94 geschafft und das ist schon mal was. Oh, da ist noch ein Falke, den nehmen wir noch mit. Und den Ork da, und ich denke mal, das ist dann gut. Dann sollten wir ein bisschen aufpassen. So, dann lass uns mal da runter gehen, denn... Der hat zwar was gedroppt, aber das ist jetzt egal. Denn, weil wenn wir wirklich gleich keine Buffs mehr haben, dann haben wir Arschkarte, dann sterben wir. Das sollten wir nicht unterschätzen. Oh, der ist down. Jetzt noch der hier, bevor die Buffs ablaufen. Ja, wird eng.
Aber könnten wir trotzdem schaffen, weil er gleich wieder Schnellfeuer aktiv hat. Ready hat. So, gut ist. Dann würde ich sagen, teleportiere ich mich mal zur Stadt zurück. So. Und dann würde ich sagen, was das wieder für die Folge. Ich weiß echt nicht, wie lange die jetzt war und wie lange die andere genau war. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an die Buffs orientiert. Ich hoffe, das ist relativ in Ordnung gewesen. Mal gucken, wie gleich die wirklich lange waren. Ansonsten sage ich nur danke fürs Zusehen. In nächster Zeit wieder öfters. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.